Es ist ein geringeres Übel, diejenigen auszugrenzen, die sich noch nicht impfen haben lassen. Es ist die richtige Zeit für die Erstimpfung oder die spätestmögliche Zeit für die Erstimpfung und die richtige Zeit für die Drittimpfung. Ich bin sehr froh, dass wir Demonstrationsfreiheit haben, dass wir das Recht dazu haben. Aber im Letzten wird uns nichts davon abhalten können, strengere Maßnahmen zu ergreifen. Es ist ein ungemütliches Leben, aber selbst Lockdown überlebt man. Wenn dieses Mittel notwendig war, dann war es das richtige Mittel. Der Papst ruft dazu auf, es ist eine moralische Christenpflicht, sich impfen zu lassen. Für die Gegner wird es hart bleiben. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ja, ich bin auf diesem Kanal jetzt eine Woche gesperrt worden von YouTube. Das habt ihr ja inzwischen mitbekommen. Es gibt auf meinem Hauptkanal Joggler 66, wo ich ja sowohl Deutsch als auch Englisch und manchmal auch niederländischsprachige Videos hochlade, in der Community einen Bericht. Bevor ich das jetzt laut erkläre, schauen wir uns das mal eben an. Wir gehen hier in die Community und da habe ich einen Bericht gemacht vor einiger Zeit, vor 5 Tagen. Das war also dann, heute ist der 14. am 9. Dezember. Mein Video, das ich gestern, also am 8. Dezember aufgenommen habe und das morgen am 10. in Premiere gehen sollte, auf meinem rein deutschsprachigen Kanal, also den, wofür ich jetzt dieses Video hier mache, ist von YouTube gelöscht und einen Strike habe ich auch bekommen. Deswegen durfte ich eine Woche lang keine Videos hochladen, keine Inhalte posten, also auf der Community, auf der Seite, auf dem Kanal konnte ich gar nichts machen, mitteilen. Und dann habe ich hier noch die Beschwerde abgedruckt und habe inzwischen hier zu diesem Kommentar oder zu diesem Bericht 24 Kommentare bekommen, auch selber Antworten geschrieben, weil ich finde, immer wenn Leute sich die Mühe machen, hier vernünftige Kommentare zu schreiben, dann werde ich da auch darauf antworten, wenn es denn nötig ist. Martina Volp, die ihr sagt, dass sie auf BitChute leider nicht mehr sehen kann, da geht dieses Video jetzt auch ein wenig drum. Hat wohl ein bisschen gedauert, bis sie es hinbekommen hat, aber dabei ist der Link ganz normal darin und ich werde in der Zukunft dafür sorgen, dass die Links auch vernünftig funktionieren. Kann das dann natürlich nicht aufgrund des Videos machen, dass man dann auch wirklich sehen kann, sondern aufgrund eines anderen Videos, aber das erkläre ich gleich. Also der Punkt ist folgender. Ich habe dieses Video damals aufgenommen, vor einer knappen Woche, und das ging um unter anderem Rudolf Steiner. Und das Video seht ihr hier auf BitChute, ne? Impfquisition, die Seele wird man durch ein Arzneimittel abschaffen. Das ist ein Zitat aus einem Werk von Rudolf Steiner. Und ich bin dann auch noch eingegangen auf diese neue Impfkampagne, wo ihr dieses Bild seht, wo ja in Deutschland jetzt diese ganzen Firmen wie McDonald's, ich liebe Impfen oder solche Scherze da, also ihren bekannten Werbeslogan abändern, um die Impfung bei den Leuten noch mehr reinzubekommen. Und dieses Video ging halt um ja, die Aussage von dem Herrn Rudolf Steiner, der ja der Gründer der Waldorfschulen ist und ein, wenn man die Wikipedia-Informationen über ihn liest, allein schon, dass man weiß, dass er ein perfekter Satanist und Luziferianist ist, obwohl er Luziferianist als Satanist. Die Unterschiede sind ja auch wichtig. Und dann habe ich über diese Impfkampagne, eher diese Werbekampagne kurz gesprochen und dann bin ich in das Papier von dem Eutmann reingegangen, wo wir halt den Zusammenhang sehen, wo diese Frau aus dem Osten, aus der griechischen Kirche damals kam und eben die Leute inokuliert hat mit den Stigmata Jesu Christi und weil ihr das von der Jungfrau Maria eingegeben war. Das ist dieses Video, das könnt ihr dann gerne anschauen. Der Link zu meinem BitChute-Kanal ist ja verlinkt in der Beschreibungsbox dieses Videos auch. Und im Augenblick ist es so, dass ich da keine Spiellisten oder irgendwas habe, sondern alle meine Videos sind nacheinander. Wenn man hier jetzt runterscrollt, seht ihr hier die satanische Medienagenda.
die da alle hochgeladen sind. Und wenn man weiter runter scrollt, dann lädt er mehr und dann kann man weiter runter scrollen, dann kann man alle Videos sehen. Es gibt hier noch keine Spiellisten. Ich werde jetzt in Zukunft BitChute ein wenig mehr aktivieren. Das heißt, ich werde wahrscheinlich da ein zahlender Kunde werden müssen, um dann solche Dinge wie Spiellisten erstellen zu können. Dann kann man vielleicht bestimmte Dinge leichter finden. Ich habe zwei BitChute-Kanäle. Ich habe einen deutschsprachigen, diesen hier Stunde der Wahrheit genannt, und ich habe einen englischsprachigen Hour of the Truth. Bei diesem hier habe ich 278 Menschen, die mich abonniert haben. Bei dem englischsprachigen sind es knapp 1000. Aber das ist mir auch vollkommen wurscht, wie viele Leute mich abonnieren. Das ist mir auch vollkommen wurscht, wie viele Leute die Videos gucken, wie bei YouTube auch. Nur, ich möchte natürlich gerne weiterhin haben, dass meine Menschen überhaupt die Videos sehen können. So, und die Videos der Inquisition kann ich jetzt eben aus den genannten Gründen hier nicht mehr auf YouTube hochladen, auf dem Kanal. Jetzt müsst ihr euch mal anschauen. Wenn man in YouTube reingeht und man fragt Richtlinien zu medizinischen Fehlinformationen, ja, also YouTube behauptet, dass ich medizinische Fehlinformationen verbreite mit dem Video. Deswegen gibt es hier diesen Streik, die Verwarnung. Ja. Die Verwarnung läuft erst am 8. März ab, aber gut, ich kann eben eine Woche lang keine Videos hochladen, und zweimal habe ich eine Beschwerde gemacht. Hier war es bei Mit Gott und den Faschisten, das war das erste Mal, der Mann der Vorsehung, da ging es um Mussolini, die Beschwerde wurde abgelehnt am 27. Mai, und dann haben wir noch die Beschwerde vom 9.12., die wurde auch abgelehnt. Was ich als Beschwerde angeführt habe, das kann man hier auf der Community auf meinem Hauptkanal lesen, da habe ich das hier reingeschrieben, das könnt ihr dann da lesen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann muss ich mal sehen, was sind denn überhaupt die Richtlinien? So, weil die sagen ja, ich hätte aufgrund von medizinischen Fehlinformationen, hier seht ihr das, ne? Inquisition, medizinische Fehlinformationen. Deswegen haben sie mir das Video gesperrt, das ja noch gar nicht veröffentlicht war. Es war in Premiere geplant, aber war noch gar nicht rausgekommen. Da muss man sich mal angucken, was sind denn die Richtlinien zu medizinischen Fehlinformationen? Ich habe mir diese Seite, die sehr lang ist, so wie ihr seht, wenn ihr hier runter scrollt, ich habe mir die auch als PDF abgedruckt. Wenn wir sehen, vielleicht lade ich die irgendwann mal auf Archive hoch, dann kann sich jeder das angucken, oder die Information könnt ihr eigentlich auch selbst im Internet rausholen. Müsst ihr nur wahrscheinlich das hier mal kopieren und googeln oder auch in YouTube vielleicht reinkleben und dann sehen, ob ihr da die Information bekommt. Auf jeden Fall sagt YouTube, auf YouTube sind keine Inhalte erlaubt, die medizinischen Fehlinformationen zu Covid-19 verbreiten, die im Widerspruch zu medizinischen Informationen der WHO oder lokaler Gesundheitsbehörden stehen. Dies beschränkt sich auf Inhalte, die den Informationen der WHO oder lokaler Gesundheitsbehörden zu folgenden Themen widersprechen. Also Behandlung von Covid-19, Prävention von Covid-19, Diagnose dieser Krankheit, Übertragung dieser Krankheit, Richtlinien zu Social Distancing und Selbstisolation. Social Distancing ist also der soziale Abstand. Ja? Wir wollen das mal deutsch nennen, wie es ja eigentlich genannt werden soll. Oder auch, wenn man die Existenz von Covid-19 leugnet. So, das für mich ist alleine schon mal ein Hammer. Weil, wenn ich die Existenz von Covid-19 leugne, werde ich auf YouTube genauso behandelt, wie ich auch vom Gericht behandelt werde, wie wenn ich zum Beispiel den Holocaust leugne oder solche Sachen. Vielleicht ist es heute noch nicht ganz so schlimm, aber es ist auf dem Weg dahin. Ja? Ich darf die Existenz von Covid-19 nicht leugnen. Das heißt, ich kann diese Lesungen von dem Buch Der Viruswahn von dem Dr. Köhnlein gar nicht weiter da hochladen, weil, wenn wir dann das letzte Kapitel gehen, in Covid-19, dann werden wir verstehen, dass das überhaupt nicht durch ein Virus existiert, dass es überhaupt gar keine Viren gibt. Wer das Buch gelesen hat, für den ist das deutlich. Und deswegen kann ich also solche Inhalte gar nicht mehr hochladen da. Wenn du Inhalte veröffentlichst, die folgenden Inhalte dürfen auf YouTube nicht veröffentlicht werden. Fehlinformationen zur Behandlung, Inhalte, in denen die Nutzer zum Einsatz von Hausmitteln bzw. zu Gebeten ermutigt werden. Gebete. Ich darf also nicht einmal sagen, dass ich zum Beispiel für jemanden, der krank ist, ob das jetzt Covid-19 oder sonst was ist, im Augenblick ist es Covid-19, lass uns da eben ehrlich drüber sein, im Augenblick ist es Covid-19, aber was auch immer die noch, wie sie das auch immer noch verschärfen, dass man nicht mehr beten darf. Ja?
Oder Ritualen. Das macht natürlich einen Christen nicht ermutigt werden, sich in medizinische Behandlung zu begeben, einen Arzt oder das Krankenhaus aufzusuchen. Also mit anderen Worten, ich darf nicht sagen von, ja, geh nicht zum Arzt, sondern geh ins Gebet. Das Gebet eines Aufrichtigen erreicht viel, steht in der Bibel geschrieben. Und die sagen hier, YouTube, beten darfst du nicht, zumindest nicht auf unseren Kanälen. Das heißt, auf deinen Kanälen. Ja. Interessant auch hier Behauptungen oder Inhalte, in denen Ivermectin oder Hydroxychloroquin zur Behandlung von Covid-19 empfohlen wird. Ja. Ja, dann könnte ich das Kapitel mit Covid-19 im Viruswahn doch lesen, weil da wird ganz deutlich angeprangert, dass diese Medikamente im Grunde den Tod verursachen und gar nicht anzuraten sind zu nehmen. Ne? Also ihr seht, das ist eine ganze Seite voll mit Informationen darüber, was man alles nicht darf. Inhalte, in denen die Existenz von Covid-19 geleugnet wird. Leugnung, dass Covid-19 existiert. Wie gesagt, du darfst auch nicht sagen, dass der Holocaust nicht stattgefunden hat. Nicht, dass ich das jetzt sage. Da geht es gar nicht drum. Es geht darum, dass man eben bestimmte Aussagen nicht treffen darf. Und das ist meines Erachtens ein Eingriff in meine freie Meinungsäußerung. Ja? Behauptung, dass bisher niemand an Covid-19 erkrankt oder gestorben ist. Ja, beweist es mir doch mal. Ihr könnt nur beweisen, dass die Leute an anderen Krankheiten gestorben sind, genau wie an AIDS. Niemand ist bis jetzt an AIDS gestorben, aber Menschen sind an anderen Krankheiten gestorben. Und weil derjenige so gesagt mit AIDS infiziert wurde, mit HIV infiziert war, ist er deswegen daran gestorben. Aber wie gesagt, lest das Buch Der Viruswahn. Das darf man alles gar nicht mehr sagen. Behauptungen, dass das Virus nicht mehr existiert und die Pandemie vorbei ist. Ja, was ist denn das, wenn da jedes Mal eine neue Version, eine neue Mutation rauskommt, wie jetzt dieses Omikron, diese Omikron-Variante oder eine andere Variante kommt? Ist das dann überhaupt noch Covid-19? Weil wenn das mutiert, ist es ja nicht mehr das Original. Ne? Wobei, über Mutationen haben wir ja damals in der Serie gesprochen, die ich mit Max gemacht hatte, über die Evolution gegen die Schöpfung verglichen haben. Und Mutation ist ja immer das Wegnehmen von etwas. Es ist ja keine Verbesserung, auch nicht eines Virus, wenn es den dann gäbe, sondern es wäre ja immer eine Verschlechterung des Virus. Also das darf man auch nicht mehr sagen. Oder Behauptung, dass die Symptome, die Sterblichkeit und die Infektiosität von Covid-19 weniger oder genauso gravierend sind wie bei einer Erkältung oder saisonalen Grippe. Ja, dann dürfte man ja das Video von dem RKI-Vorsitzenden, ich komme jetzt immer nicht mehr auf seinen Namen, ich habe es irgendwo auf meinem Computer gespeichert. Wir können ja mal eben schauen. Ich habe das hier bei den Inquisitionsvideos, habe ich das mit drin. Dann dürfte man dieses Video ja gar nicht mehr abspielen, weil hier den Impfversprecher, wo ist denn das hier? Lothar Wieler. Der sagt das doch. Impfstoffe und Wirken. Ich weiß jetzt nicht, ob das dieses Video ist. Mal eben gucken. Nee, das mache ich jetzt nicht, weil sonst wird mir dieses Video auch wieder gesperrt. Können wir mal schauen, werde ich irgendwann mal auf BitChute, werde ich den mal irgendwo einarbeiten. Das sind alles so kleine Videos mit Bezug auf Covid. Ganz interessant. Und da hat der RKI-Chef ja tatsächlich gesagt, dass die Symptome und die Behandlung und alles von der Grippe genau das gleiche ist wie Covid. Das, wo man 2020 noch als Nazi und Querdenker und Rechtsextremist und was weiß ich alles für verurteilt wurde, das hat der RKI-Chef vor wenigen Wochen selbst gesagt. Und das ist festgehalten auf Video. Das darf er dann ja auch nicht sagen. Das darf er dann auch nicht auf YouTube veröffentlichen. Also wie gesagt, ihr könnt die Seite selbst mal runterscrollen, selbst mal anschauen. Und wenn ihr das nirgendwo findet, dann sagt mir das, dann werde ich das PDF, wo ich das hier abgedruckt habe, auf Archive mal veröffentlichen. Oder vielleicht macht der Gerald das auch, der ja sowieso schon so viel veröffentlicht auf Archive. Dann kann man sich das da mal anschauen. Und das ist halt der Grund, weshalb ich also die Inquisition so nicht mehr weiterführen werde auf YouTube. So, jetzt, was mache ich aber? Deswegen stelle ich die Serie Inquisition sicher nicht ein, die ich gerade erst angefangen habe. Ich werde sie sicher fortführen, nur ich werde sie auf YouTube anders fortführen. Und wie mache ich das? Ich mache ein Video wie dieses hier, wo ich nur mein Bild Joggler66 zeige und wo ich euch dann die Gelegenheit gebe, in der Beschreibungsbox zu klicken auf einen Link, der nach BitChute führt, und zwar auf diesen deutschsprachigen Kanal. Und da wird es dann zu dem Zeitpunkt, wenn ihr die Premiere hier seht, das ist also dann die nächste Premiere, die auf diesem Kanal erscheint, ne? Also das hier wird jetzt in
zwei Tagen, schätze ich, ist der Streik abgelaufen. Dann wird das auf YouTube erscheinen als Premiere. Das müsste dann Donnerstag oder Freitagabend, ich schätze mal Freitagabend werde ich das machen, als Premiere erscheinen lassen. Und dann das nächste Video, normalerweise wäre ja Montag dran. Ne? Jetzt diesen Montag, also gestern konnte ich nichts machen, weil ich ja nichts hochladen darf. Aber nächste Woche Montag geht das ja. Und da werdet ihr so ein Video hier finden, das wird nur ein paar Minuten sein. Da werde ich vielleicht ein bisschen sprechen über, ich sag mal, zusammenfassende Dinge vielleicht. Nichts über Covid. Und auch, pass auf, im Augenblick ist es Covid. In der Zukunft kommt noch Impfung im Allgemeinen. Ne? Sie haben ja schon andere Impfvideos gesperrt. Sie haben ja schon gesperrt das Video in Englisch Lethal Injection, the Story of Vaccination, ne? Also tödliche Injektion, die Geschichte der Impfungen und so weiter. Und noch ein paar andere Videos haben sie mir gesperrt. Heute ist es Covid, morgen ist es was anderes. Die Zensur wird eben immer schlimmer. Freie Meinungsäußerung im Internet, das kannst du vergessen. Dafür wird es dann irgendwann auch mal eine eigene Seite geben. Ich habe wurde letztens von einem kontaktiert, dessen Namen ich jetzt nicht bekannt gebe, über Skype, der sich bei mir bekannt gemacht hat und der mir eine Webseite am Bauen ist und wo man auch Videos veröffentlichen kann. Und dann statt Videos zu veröffentlichen, die es schon überall gibt, werde ich da vielleicht Videos veröffentlichen, die es noch nicht überall gibt. Also vielleicht neue, die man mir sonst vielleicht auf YouTube oder was auch immer sperren würde, mit Inhalten, die man übersperren würde, die mache ich da dann vielleicht. Also da ist eine Webseite am Kommen. Den Namen gebe ich dann bekannt, wenn es soweit ist und wenn das alle, wenn ich ihn mal selber gesprochen habe. Der ist selber auch sehr schwer berufstätig und hat wenig Zeit und wir müssen da mal sehen, unsere Agenten nebeneinander zu legen und miteinander sprechen zu können darüber. Also der Punkt ist folgender: Ab sofort bekommt ihr jeden Montag eine Einladung, eine Premiere auf YouTube zu schauen, die dann nur wenige Minuten dauern wird, wo dann ein Link ist zu einem Video, das ihr dann auf BitChute schauen könnt. Und zwar in dem Augenblick, wenn die Premiere auf YouTube freigeschaltet wird, werde ich das Video auf BitChute auch freischalten. Das lade ich vorher schon hoch und dann kann man das zu einem bestimmten Zeitpunkt, kann man das da ja auch veröffentlichen. Das werde ich dann machen. Und dann können wir uns auf BitChute das Video anschauen und man kann auf BitChute natürlich auch Kommentare geben. Wenn wir uns jetzt mal hier das Video eben anschauen, da werdet ihr sehen, das ist zwar hochgeladen, das ist angeschaut gewesen, aber da sind noch keine Kommentare. No comments. 453 Mal angeschaut, aber noch keiner hat darauf kommentiert. Warum das so ist, das weiß ich nicht. Man bekommt bei BitChute, auch wenn jemand kommentiert, keine Benachrichtigung, wie zum Beispiel auf YouTube. Von daher gucke ich da auch nicht dreimal täglich oder viermal täglich drauf, wie ich das bei YouTube wohl mache, weil ich da jedes Mal eine E-Mail oder eine Benachrichtigung in Google Plus bekomme. Das bekomme ich hier nicht. Nichtsdestotrotz kann man auch hier kommentieren. Aber ihr könnt natürlich genauso kommentieren in dem Video, was ich dann eben hier auf dem rein deutschen Kanal veröffentliche. Und könnt darauf kommentieren und wir können uns da über das Video austauschen. Das Video selbst wird dann nicht gezeigt. Das ist nur ein 2, 3, 4 Minuten langes Video mit dem Link zu BitChute. Dann klickt ihr auf BitChute und dann könnt ihr da gucken. Das heißt, wir können noch genauso wie früher die Premiere, wir können das gleichzeitig schauen und wir können dann auf YouTube kommentieren. Die Premiere ist da zwar nur 2, 3 Minuten, aber die Kommentare sind ja offen. Und ihr könnt ja auf BitChute schauen und auf YouTube kommentieren. So werde ich das zumindest machen. Und auf BitChute könnt ihr auch kommentieren. Und ja, ich will das Video jetzt auch gar nicht in die Länge ziehen. Es ist einfach so, dass ich zu diesen Maßnahmen gezwungen werde im Augenblick, weil ich bestimmte Dinge auf YouTube nicht mehr sagen darf. So, und jetzt möchte ich euch doch nochmal eben etwas zeigen. Wir waren also am Lesen, deswegen die Bibel hier nehmen, weil man muss immer alles in die Bibel messen, ja, das wissen wir ja. Wir waren am Lesen in dem Buch von der Medizinmystik von dem Heinrich Oitmann. Ja, und die nächste Lesung, die nächste Premiere, jetzt am Montag kommt, muss ich noch machen. Da lesen wir dann auch in diesem Teil weiter. Und danach werden wir die anderen Dinge weiterlesen. Das heißt, wir werden in den Impfspiegel weiterlesen, wir werden über die Pflasterpfaffen das andere Buch da mit den Jesuiten darin lesen und wir werden noch Kapitel lesen aus der Viruswahn und so weiter und so weiter. Aber weitergehend wird es jetzt am nächsten Montag erstmal hier mit diesem Teil. Und der Gerald, der ja immer unglaublich viel für Material sorgt für mich, der hat mir nochmal was besorgt. Und zwar von Michael Nüchter.
Glaube und Aberglaube in der Medizin. Und das wollte ich euch jetzt mal eben vorlesen, weil das hat ja mit Covid-19 nichts zu tun. Das ist ja nicht verboten, das mal eben vorzulesen. Ich werde wahrscheinlich auch die ganze Schrift vorlesen im Rahmen der Impfquisition. Das wird dann eben auch auf BitChute erscheinen. Ich möchte euch nur mal eben den letzten Absatz vorlesen. Nur den letzten Absatz. Schaut mal, ich mache es noch mal ein bisschen größer. 200%, dass man das auch sehr gut sehen kann. Es war die Welt des Christentums, die die neuzeitliche Wissenschaft auf den Weg brachte. Der christliche Glaube gehört zu den Wurzeln des vernünftigen, nicht abergläubischen und magischen Ursprungs mit Krankheit und Leiden. Je mehr diese Wurzeln abgeschnitten werden, desto mehr scheint sich Aberglaube auszubreiten. Wo der Glaube nicht ist, der die Vernunft befreit und begrenzt, kann der Aberglaube ungehindert Triumphe feiern. Und das ist genau das, was wir im Augenblick in dieser Welt mitmachen. Das ist genau das, weshalb ich meine Videos auf YouTube nicht mehr wie bis jetzt hochladen kann und hochladen werde. Weil ich möchte ja gerne meinen Kanal behalten. Nun, versteht mich nicht verkehrt. Es geht mir bei meinem Kanal oder bei meinen Kanälen nicht darum, unbedingt die Kanäle zu bewahren. Die Videos habe ich sowieso alle gespeichert. Die nimmt mir ja keiner weg. Die habe ich ja. Und wer sie gesehen hat, hat sie gesehen. Und wer sie interessant findet, kann sie runterladen oder hat sie runterladen können. Wenn die irgendwann mich auf YouTube mal ganz sperren, dann bin ich halt weg vom Fenster. Im Augenblick habe ich noch keine eigene Webseite und habe ich keinen anderen Punkt, um an die Öffentlichkeit zu kommen mit dem, was ich als die Wahrheit empfinde, nämlich das Wort Gottes. Und im Augenblick mache ich viele Videos in Bezug auf die aktuelle weltliche Situation, Covid-19, und möchte natürlich auch gerne Menschen erreichen mit meiner Botschaft weiterhin. Dafür ist für mich der YouTube-Kanal wichtig. Aber der Punkt ist ja, irgendwann kann man das auf YouTube nicht mehr machen. Da muss ich halt auf andere Dinge umsatteln. Da muss ich auf die eigene Webseite umsatteln, ich muss auf BitChute umsatteln, ich muss auf Telegram, da will ich nicht hin. Es gibt dann auch noch Rumble und andere Sites, andere Seiten, andere Videoplattformen, wo man sich äußern kann. Aber mir geht es ja darum, viele Menschen zu erreichen. Und wenn ich auf diese Art und Weise dafür sorgen kann, dass mein Kanal in YouTube bleibt und dass ich eben leicht zu finden bin im Internet auch und dann eben einen Link, den man klicken muss, euch umleitet auf eine andere Seite, wo ihr dann die Informationen kriegen könnt, die ich auf YouTube nicht mehr machen kann, ist es ja genauso gut wie auf YouTube. Und deswegen möchte ich eben meine YouTube-Kanäle gerne nach Möglichkeit behalten, weil da bin ich nun mal zwischen Anführungszeichen bekannt. Und mir geht es nicht um meine Bekanntheit, mir geht es um die Nachricht. Aber wenn ich auf YouTube oder sonst wo nicht mehr zu finden bin, dann kann ich auch die Nachricht nicht mehr verbreiten. Das ist der Punkt. Also nehme ich diese Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass ich auch in der Zukunft noch gefunden werden kann. Und dann nochmal eben für diejenigen, die es immer noch nicht wissen, ihr könnt mich immer erreichen über Skype. Mein Skype-Name ist Joggler77, also so wie hier Joggler66 geschrieben steht, Joggler77. Und nochmal eben, nicht aus Erklärungsnot, aber einfach, weil mir die Fragen sowas von auf den Keks gehen. Ja, warum nennst du dich denn Joggler66? Das ist ja fast 666, das Zeichen des Tieres. Da bist du ein Jesuit, du bist ein ganz Schlimmer. Nein, Joggler66, die Entstehungsgeschichte, das erzähle ich jetzt nicht hier alles drum und dran. Das dauert viel zu lange und interessiert sowieso keinen. Aber die 66 steht für mein Geburtsjahr. Ich bin 1966 geboren. Und seit ich da ein wenig drüber nachgedacht habe und bibelgläubiger Christ geworden bin, kann ich auch sagen, von die Bibel besteht aus 66 Büchern, die inspirierte Schrift sind. Ja, wir sprechen jetzt nicht von anderen Büchern, die an der Bibel noch zugefügt werden, Apokryphen und andere Dinge, aber die Original 66 Bücher, die man heute in der König James Bibel findet, sind 66. Und vielleicht ist das ja ein vernünftiger Hinweis. Und 66 ist ja nun mal nicht 666. Davon mal abgesehen, das jetzt mal eben ein für alle Mal zur Erklärung davon. Und wie gesagt, wenn ihr die 66 ersetzt mit 77, dann könnt ihr mich über Skype finden, dann könnt ihr mir eine Kontaktanfrage senden und da werde ich immer darauf reagieren. Vielleicht in den nächsten 5 Minuten bin ich nicht immer da, aber reagieren werde ich immer. Nur werde ich nicht jeden Kontakt behalten.
Aus dem einfachen Grunde, weil ich keine Lust habe, mich über Skype mit Leuten rumzuschlagen, die an der Bibel kein Interesse haben und die versuchen, mich oder mein Ministerium auf andere Wege zu lenken. Und mein Ministerium ist dafür da, die Wahrheit Gottes zu verkünden, ist dafür da, euch zu zeigen, dass das Papsttum der biblische, historische und prophetische Antichrist ist, dass Jesus Christus die 70. Jahrwoche von Daniel in der Prophezeiung Kapitel 9, Verse 24 bis 27 vor 2000 Jahren komplett und perfekt erfüllt hat. Und da werden auch noch eine ganze Menge Sendungen drüber kommen. Das ist mein Ministerium, das ist meine Lebensaufgabe, die ich mir gesetzt habe. Um noch mal kurz auf den Holocaust zurückzukommen, das ist ein Thema, das wird in der nächsten Lesung, die ich vorbereite, wo mir die Miss Marple wunderbare Übersetzungen schickt und mich da unglaublich drin unterstützt und mir hilft, in den Texten vorzubereiten. Das wird dann auch ganz deutlich, weil der Holocaust ist eine Sache, die das deutsche Gewissen, sage ich jetzt mal, belastet. Und ein belastetes Gewissen kann eben nicht mehr frei denken und nicht mehr frei handeln. Und das ist genau das, was der Antichrist will. Er will nicht nur die Deutschen, er will andere Völker auch unterjochen. Und es ist von daher wichtig, dass wir verstehen, warum solche Verfolgungen wie der Holocaust stattgefunden haben. Es ist nur merkwürdig, dass die ganze Welt immer über den Holocaust spricht, aber niemand spricht darüber, dass die römisch-katholische Kirche 2000 Jahre die Juden verfolgt. Und dass die Heiden seit Existenz überhaupt schon des israelischen Staates im Alten Testament Israel immer verfolgt haben und dafür gesorgt haben, dass Israel abfällig wurde. Also das ist so ein komplexes Thema, das kann man nicht nur auf das Dritte Reich in Deutschland beschränken. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir verstehen, warum aufgrund der geschichtlichen Agenda, die der Antichrist spielt, solche Verfolgungen wie der Holocaust in Deutschland, aber zum Beispiel auch der Holocaust in Serbien, haben stattfinden müssen. Wir dürfen ja nicht vergessen, ich habe ja auch das Buch gelesen mit Gott und den Faschisten und es gibt ja auch dieses andere Buch von dem DDG über Jasenovac, das Auschwitz von Jugoslawien, über die Verfolgung der Serben, der orthodoxen Kirche in Serbien, wo nicht nur Serben verfolgt wurden, hauptsächlich natürlich, da will ich gar nichts von wegnehmen, Hunderttausende sogar, aber wo auch eben andere Bevölkerungsgruppen vernichtet wurden und verfolgt wurden, wie zum Beispiel Juden, von denen da fast keiner spricht, wie zum Beispiel Protestanten, die sowieso nie genannt werden. Und deswegen ist das für mich eben ein Thema, das mir am Herzen liegt, schon lange, lange, lange bevor ich Christ wurde. Aber jetzt, wo ich wiedergeborener Christ geworden bin, durch Gottes Gnade, öffnet mir der Heilige Geist Wissen und Erkenntnis, die ich den Menschen mitteilen möchte, um andere aus demselben Betrug herauszuholen, in dem ich mein Leben lang gesessen habe. Und dafür ist es halt wichtig, dass meine Botschaften auf YouTube weiterhin erhalten bleiben und deswegen werde ich sie einkürzen in kleine Videos, wo dann ein Link dran ist und dann, wenn ihr auf den Link klickt, dann könnt ihr euch diese Information dort anschauen. So, und jetzt nochmal kurz zu dem, was wir hier gelesen haben. Es war die Welt des Christentums, die die neuzeitliche Wissenschaft auf den Weg brachte. Das stimmt. Ich mache nur ganz kurz Kommentar drüber. Wir hatten das dunkle Zeitalter. Und dann kam durch die Reformation ein Zurück zum wahren Christentum. Weil im Grunde, die Reformation hat ja nie stattgefunden, weil die römisch-katholische Kirche ließ sich nicht und lässt sich nicht und wird sich nie reformieren lassen. Man kann aus der Kirche Satans keine Gotteskirche machen. Ja? Aber dadurch, dass viele Leute aus der Kirche rausgekommen sind und dass die Bibel, die wir hier so schön im Bild sehen, in die Sprachen der Nationen übersetzt wurden, aus dem toten Latein, was kein Mensch verstand, also der normale Mensch auf der Straße zumindest nicht, und dann die Bibel also in der Landessprache endlich verfügbar war, in Deutschland unter anderem und nicht nur ganz in Deutschland, sondern in ganz Europa durch Martin Luther, wo alle Deutschsprachigen auf einmal die Möglichkeit hatten, das Wort Gottes zu lesen. Dadurch sind viele Leute aus dieser Trance, aus diesem Schlaf herausgekommen und das Licht kam in die Welt. Und zwar das Licht in der Form von Jesus Christus. Jesus Christus durch sein Wort. Jesus Christus ist das Wort. In der Bibel steht geschrieben, das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. So steht es im Petrusbrief. Ja? Das Wort wurde Fleisch und das Wort können wir lesen. Das ist die Heilige Schrift.
Und wenn die Heilige Schrift unterdrückt wird, ist die Welt eben im Dunkeln. Und wenn die Heilige Schrift verfügbar ist, dann kommt eben Licht in die Welt. Und zwar das Licht von Jesus Christus. Und zwar nicht durch irgendeinen Lichtträger, Luzifer, sondern durch ihn selber. Ja? Genauso wie Gott am Anfang der Schaffung der Welt sagte, es werde Licht und es ward Licht. Es gab keine Sonne, es gab keinen Mond, ja? Aber es gab Licht. Gott ist Licht. Gott ist Wahrheit. Gott ist Liebe. Und er liebt die Menschen und er will sie auf den richtigen Weg führen. Und der Aberglaube, mit anderen Worten, der Gegenglaube ist genau das Gegenteil. Und deswegen steht hier eben auch, wo der Glaube nicht ist, der die Vernunft befreit und begrenzt, da kann der Aberglaube ungehindert Triumphe feiern. Wir können das später in einem anderen Video nochmal tiefergehend analysieren, aber das sind, glaube ich, die zwei Sätze, die am wichtigsten sind hier. Es war die Welt des Christentums, die die neuzeitliche Wissenschaft auf den Weg brachte. Erst durch diese Befreiung von dem römischen Joch konnten die Menschen wirkliche Wissenschaft beginnen, die dann natürlich im Lauf der Zeit gekapert wurde. Und heutzutage haben wir keine wirkliche Wissenschaft mehr, christliche Wissenschaft mehr. Okay, das ist ein anderes Thema. Da gehen wir ein anderes Mal drauf ein. Wo der Glaube nicht ist, der die Vernunft befreit und begrenzt, kann der Aberglaube ungehindert Triumphe feiern. Ja, wo ist denn der Glaube heutzutage in der Welt? Glaubt ihr, Jesus Christus hat damals für nichts gefragt, also umsonst gefragt, als er sagte von, wenn ich zurückkomme, werde ich Glauben auf dieser Welt finden? Wo ist denn hier noch wahre Glaube? Findet man nicht mehr so viel, ne? Und das hängt alles ganz interessant miteinander zusammen. Wissenschaft und Religion und Politik. Im Augenblick ist das ein und dasselbe, weil in Deutschland und anderen Ländern werden wir ja nicht mehr von Politikern regiert, sondern von Virologen und anderen sogenannten Halbgöttern in Weiß. Ne? Oder von selbsternannten Halbgöttern in Weiß, wie zum Beispiel Bill Gates und, oder der Weltgesundheitsorganisation oder in Amerika der CDC oder in Deutschland der STIKO oder ne, ständige Impfkommission und solche Scherze. Ne? Das hängt alles miteinander zusammen und dafür sind eben diese Videos der Inquisition da, die ich mache und mit denen möchte ich dann auch fortfahren. Aber wie gesagt, ihr bekommt dann nächsten Montag auf YouTube ein kleines Video, das nur ein paar Minuten dauert und da ist dann ein Link in der Beschreibung und wenn ihr da drauf klickt, dann könnt ihr das Video, das eigentlich auf YouTube zu sehen sein sollte, auf BitChute schauen. Und könnt dann entweder in dem Video in YouTube kommentieren oder in BitChute selbst kommentieren. Und ihr könnt mich auch kontaktieren über Skype Joggler77, wenn ihr das Bedürfnis habt, mit mir persönlich zu sprechen. Wobei ich natürlich leider nicht viel Zeit habe. Ich habe einige Kontakte auf Skype im Augenblick selbst, 6 oder 7, mit denen ich noch nie ein Wort gewechselt habe. Also persönlich, weil ich einfach noch nicht die Zeit hatte, mit denen mal zusammenzukommen. Das finde ich persönlich sehr schade. Aber ich werde versuchen, dafür Zeit freizumachen. Neben Videos machen ist das ja auch sehr wichtig, in Interaktion mit den Menschen zu gehen. Also interagieren, soziale Kontakte auf diese Art und Weise zu haben. Soziale Kontakte dann sogar nach Covid-19, Social Distancing-Vorschriften, weil wir haben dann soziale Kontakte über Skype, über ein technisches Medium und nicht mit persönlich zu sich zu besuchen. Ja, und ich kann auch niemanden besuchen, weil ich kann aus Belgien nicht raus. Ich habe nämlich kein Covid-Safe-Ticket, weil ich bin nämlich nicht geimpft und ich lasse mich auch nicht impfen und ich lasse mich auch nicht testen. Über die Tests dann ein anderes Mal mehr. Also, die Botschaft nochmal eben zusammengefasst. Am Montag erscheint ein Video, das ist eine kurze Premiere auf YouTube, in der ein Link präsentiert wird. Wenn ihr darauf klickt, dann könnt ihr das wirkliche Video auf BitChute schauen, weil die Informationen, die ich auf YouTube nicht mehr zeigen kann, ich da auf BitChute im Augenblick zeigen kann. Und wenn es irgendwann mit BitChute nicht mehr funktioniert, dann habe ich immer noch meine Archive-Bibliothek. Auch die solltet ihr im Auge behalten. Und auch da kann man Videos hochladen. Da habe ich sogar schon Videos hochgeladen. Da habe ich Videos hochgeladen von unter anderem, wir können ja mal eben schauen, von hinter den Diktatoren, die auf YouTube gesperrt wurden. Hier haben wir jetzt mal alles. Gehen wir einfach nur hier auf Movies und dann zeigt er hier die Videos. Das sind die ganzen Videodateien hinter den Diktatoren, Tunk 6, auf YouTube gelöscht, Masseneinwanderung,
von Babylon nach Rom und ein paar englischsprachige hinter den Diktatoren Nummer 36, hinter den Diktatoren Nummer 38. Also ihr seht, da sind schon ein paar interessante Videos, die auf meiner Archive-Bibliothek jetzt schon stehen. Und da kann ich das natürlich in der Zukunft auch noch ausbreiten, wenn auch BitChute sich vielleicht nicht so als eine Plattform erweist, auf der man das machen kann, was man auf YouTube nicht mehr machen kann, auf längere Zeit. So, das war's, was ich mit euch besprechen wollte, was ich euch mitteilen wollte. Ich hoffe, dass ihr auf BitChute die Videos genauso mit genauso viel Enthusiasmus schaut, wie ihr sie auf YouTube geschaut habt. Es ist ja im Grunde auch ein YouTube-Video. Ich habe halt nur eben auf YouTube nicht mehr die Möglichkeit, die Dinge zu sagen, wie ich euch ja eben gezeigt habe, was eben die Regularien sind. Und im Augenblick, die Inquisition handelt ja nicht von Covid-19, im Moment noch nicht. Im Augenblick sind diese medizinischen Fehlinformationen begrenzt auf Covid-19. Die Frage ist, wie lange noch, bis das nicht ausgebreitet wird, dass man vielleicht andere Informationen auch nicht mehr geben kann. Informationen nicht mehr geben kann, Informationen nicht mehr geben darf, so wie die Informationen aus dem Wort Gottes, das jahrhundertelang unter anderem hauptsächlich durch die römisch-katholische Kirche unterdrückt wurde. Den Menschen wurde das Licht genommen, den Menschen wurde die Hoffnung genommen, den Menschen wurde der Glaube genommen und wo der Glaube nicht herrscht, kommt der Aberglaube. Und genau das ist die römisch-katholische Kirche. Und die bekämpfen wir mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Dafür ziehen wir den ganzen Panzer Gottes an. Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18. Bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel und ich hoffe, dass ich euch Montag begrüßen kann. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er's so gut erschaffen. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen. Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren. Er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben. Der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestift. In seinem Sohn, dem Reichen, in alle Welt.
wird er gepriesen. Darum gab er den Heiligen Geist, der ein Völkchen Tröster heißt. Ins Herz will er sonst schreiben, dass wir in Christus bleiben, all Sünd und Last vermeiden. Der Geist, der ist das Unterpfand, der uns zum Kreuz gestorben, von der Welt nicht verdorben. Dem Vater sei nun Lob und Ehr, der ewig bleibt und immer mehr. Und ewig wird sein Name, sein Sohn wir uns nicht schamen, der helft uns ewig. Amen.